Also ich habe meine Ausbildung in einem anderen Haus hier in Osnabrück gemacht und habe auch danach dann nochmal 2 Jahre in einer anderen Klinik gearbeitet und hatte irgendwann wirklich einfach den Kaffee auf, weil ne, das war schon irgendwie auch extrem schwierig mit den Personalbedingungen und so, und dann war das für mich einfach irgendwann alles ein bisschen zu viel und ich wusste dann auch nicht so genau, worauf hast du jetzt Lust. Und habe dann in einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet tatsächlich und bin dann darüber hier im Franziskus gelandet und bin so fasziniert gewesen, auch vom ganzen Team und von der Fachrichtung und so. Ich hatte vorher immer gedacht, das wäre nichts für mich, aber ja, es ist schon ein schönes Arbeiten, wenn man das so sagen kann. Bei Tumorerkrankungen sind die Patienten in besonderem Maße durch ihre Erkrankung belastet und dadurch, dass wir die Patienten über lange Zeit betreuen und begleiten, bauen sich sehr intensive Beziehungen auf zwischen den Pflegenden, zwischen den Patienten, zwischen den Ärzten und allen anderen beteiligten Fachdisziplinen auch. Dabei sind besonders die Pflegenden natürlich eng mit den Patienten in Kontakt, sehen die Patienten sehr lange, sehr oft. Und aus diesem Grund ist es unheimlich wichtig, dass alle eng zusammenarbeiten, dass man sich viel unterhält, viel austauscht und dass das alles auf Augenhöhe stattfindet. Und das ist in diesem Fach besonders wichtig, mehr noch als in allen anderen Fächern in der Medizin. Es gibt dabei auch keinen Leitenden oder Untergebenen, sondern immer etwas, was auf Augenhöhe stattfindet. Gerade auf der onkologischen Station ist halt das Teamwork und das Team an sich ganz wichtig. Jeder hat für jeden ein offenes Ohr und man kann mit allen Fragen zu jedem kommen, dass man die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal was nicht weiß. Ich weiß auch, dass wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, dass ich von allen Kollegen Unterstützung bekomme, auch von den Ärzten. Eigentlich von allen Seiten fühle ich mich gut aufgehoben, vor allen Dingen, weil ich ja noch recht jung bin und direkt nach der Ausbildung auf die onkologische Station gegangen bin und mich einfach auch direkt gut ins Team integriert gefühlt habe. Ja, ich fühle mich einfach deswegen auch sehr sicher eigentlich im Beruf, im Job, weil ich einfach weiß, dass ich von allen Seiten Hilfe bekomme. Ich arbeite super gerne im Team, ich gehe fast jeden Tag eigentlich gerne zur Arbeit. Es ist immer super, ja, es macht einfach Spaß.